Wir stellen uns unser Zuhause gerne als einen Ort der Sicherheit und Vertrautheit vor. Aber manchmal machen Menschen Entdeckungen, die dieses Gefühl der Sicherheit in alarmierende Ungewissheit stürzen. Von ausgedehnten geheimen Tunneln über versteckte Spionagegeräte bis hin zu unerwünschten Untermietern. Hier sind die gruseligsten Dinge, die in den Häusern anderer Leute gefunden wurden. Geheimer Kerker. Im Jahr 2013 zog Daniel Carley in eine neue Wohnung in England. Die Wohnung war ziemlich anständig, wenn auch ein bisschen eng bemessen. Zumindest dachte Daniel das. Kurz nach seinem Einzug entdeckte er eine Luke im Flur. Sie schien zunächst nicht viel mehr als ein zusätzlicher Stauraum zu sein, bis Daniel genauer hinsah. Schnell erkannte er, dass sich hinter den Farbdosen und Werkzeugen eine Treppe befand, die in die Dunkelheit eines verborgenen Kellers hinunterführte. Als er den Abstieg wagte, entdeckte Daniel eine Reihe von kerkerähnlichen Räumen, die sich unter den Dielen seiner Nachbarn ausbreiteten. In den Räumen lagen seltsame Schutthaufen, Zeitungen aus den 80er Jahren und eine gruselige Plattform, die Daniel für ein Bett hielt, oder einen Altar, oder vielleicht sogar einen Sarkophag. Daniel stellte fest, dass es sich bei dem Gebäude um ein umgebautes Kloster aus dem 19. Jahrhundert handelte, was die letztgenannten Möglichkeiten auf unheimliche Weise möglich macht. Aber auch für Daniels Nachbarn hatte der versteckte Keller unheimliche Auswirkungen. Er konnte nur von Daniels Wohnung aus betreten werden, was bedeutet, dass er, wenn er ein gruseliger Spinner wäre, ganz einfach unter ihren Dielen sitzen und sie ausspionieren könnte. Wer weiß, ob der Vormieter, der dieses Graffiti an den Wänden hinterlassen hat, das nicht auch getan hat. Wie dem auch sei, trotz des Gruselfaktors kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass mit ein bisschen Fleiß, etwas Farbe und vielleicht einem Exorzismus diese freie Fläche für etwas Gutes genutzt werden könnte. Und du kannst deine Zeit auch gut nutzen, indem du die Buttons Gefällt mir und Abonnieren unten drückst. Ich poste jeden zweiten Tag faszinierende, faktenbasierte Inhalte wie diesen, also tu dir selbst einen Gefallen und abonniere ihn, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und jetzt lass uns weiter gruseln. Die Krankheit aus der Tiefe. Nicht alle versteckten Gänge sind so harmlos wie der, den Daniel Carley unter seiner Wohnung fand. Im Jahr 2008 zogen Jason und Carrie Brown in ein Haus in South Carolina und dachten, sie hätten den perfekten Ort gefunden, um ihre Tochter aufzuziehen. Doch beim Renovieren des Hauses machten sie eine beunruhigende Entdeckung. Hinter einigen Bücherregalen in einem Schlafzimmer fand Carrie einen Geheimgang, der zu einem versteckten Raum führte. In dem leeren Raum fanden sie einen Brief des Vorbesitzers. Der Brief enthüllte, dass das Haus ein so großes Schimmelproblem hatte, dass der letzte Besitzer ausziehen musste, weil seine Kinder krank davon wurden. Entsetzt zogen die Carleys Experten zu Rate, um zu prüfen, ob die Behauptungen stimmten, und ihre schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt. Die Luft im Haus enthielt einen sehr hohen Anteil an schädlichem Schimmel, der in den Wänden wuchs. Auf die Frage, ob sie es versäumt hatten, das Problem ordnungsgemäß zu melden, erklärte der Vorbesitzer, dass sie den Zettel versteckt hatten, weil sie befürchteten, dass er sonst einfach weggeworfen werden würde. Er behauptete auch, er habe einen Brief an die Hypothekengesellschaft geschrieben, aber nie eine Antwort erhalten. Klingt ziemlich dubios, oder? Nun, die Bank, die für diese Immobilie verantwortlich ist, gab eine ähnliche lückenhafte Antwort und behauptete, sie wissen nichts von dem Schimmelproblem. Die ganze Angelegenheit war teuer und traumatisierend für die Familie Carley, die keine andere Wahl hatte, als aus ihrem neuen Zuhause auszuziehen. Der Fall wurde schließlich außergerichtlich beigelegt, indem die Bank die Immobilie zurückkaufte und das Bauträgerteam die Familie entschädigte. Aber das zeigt nur, dass man nie weiß, was in den eigenen vier Wänden so lauern kann. Unerwünschter Gast. Als eine Gruppe von Studenten in Ohio ihr neues Haus einzog, bemerkten sie schon bald seltsame Geräusche, die nachts aus ihrem Keller kamen. Zunächst waren sie davon überzeugt, dass es sich um einen Geist handelte, doch schon bald stellte sich heraus, dass die Wahrheit dahinter steckt. Eine verschlossene Tür im Keller, die sie für einen Wartungsschrank hielten, enthüllte ein schockierendes Geheimnis, als der Makler des Hauses sie öffnete. Darin befand sich ein behelfsmäßiges Schlafzimmer, in dem eindeutig jemand wohnte. Wie sich herausstellte, hatte sich ein anderer Schüler bei einem Schlüssel seines Cousins, eines früheren Bewohners des Hauses, Zugang zum Haus und zum Zimmer verschafft. Er hatte dort heimlich und mietfrei gewohnt, aber verständlicherweise musste er sofort ausziehen, als er erwischt wurde. Der versteckte Bewohner war zwar nicht ganz so furchterregend wie ein Monster, das im Keller wohnt, aber es ist trotzdem sehr beunruhigend, wenn jemand heimlich direkt vor deiner Nase wohnt. Manchmal ist es vielleicht besser, wenn man nicht weiß, warum es in der Nacht rumort.
Okkulte Dekoration. Als ein Imgol-Benutzer in sein neues Haus einzog, fand er einige beunruhigende Dinge, die er wahrscheinlich lieber nicht gehabt hätte, da sie von den vorherigen Besitzern hinterlassen wurden. Umgedrehte Kreuze und okkulte Symbole der teuflischsten Sorte bedeckten die Böden und Wände des Dachbodens und des Kellers. Auf die Oberflächen waren gruselige Botschaften gekritzelt, wie zum Beispiel: Denn ich bin die Erde und in mir brennt der Teufel. All das, zusammen mit den Darstellungen des antiken Unheilgottes Pan, sorgte dafür, dass die ersten Nächte in der neuen Wohnung schlaflos waren. In einer solchen Situation wäre es wohl das einzig Vernünftige, die Situation so anzunehmen und eine Death-Metal-Band zu gründen. Aber wie würdest du auf eine so seltsame Entdeckung reagieren? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen. Wie oben, so unten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in ein Haus mit einem mysteriösen alten Metallgitter im Flur einziehen würde, würde ich sofort herausfinden wollen, was sich darunter befindet. Aber die Familie Fahler aus Telford, England, lebte 3 Jahre lang in ihrem Haus, bevor die Neugierde sie übermannte und sie schließlich dazu brachte, das Gitter neben ihrer Haustür zu untersuchen. Als sie es schließlich aus dem Mauerwerk lösten, stellten sie fest, dass es zu einem kleinen, unheimlichen Keller mit Steinbänken und einem längst verrotteten Holzkreuz in der Mitte führte. Schnell wurde klar, dass es sich bei dem Raum um eine Art versteckte Kapelle handelte, die sich direkt unter den Füßen der Familie befand. Verständlicherweise war die Familie verblüfft und zog Geschichtsexperten hinzu. Die Historiker stellten fest, dass es sich bei der Entdeckung um einen Ort der christlichen Anbetung handelte, der wahrscheinlich von Katholiken während ihrer Verfolgung im England des 17. Jahrhunderts entstand. Sicher, es ist ein bisschen unheimlich, aber ich nehme an, es ist besser als das dämonische Heiligtum auf dem Dachboden, das ich bereits erwähnt habe. Es sei denn, du stehst auf sowas. Eine unglaubliche Entdeckung. Die Entdeckung eines versteckten Kellers oder einer Kapelle in deinem Haus ist an sich schon erstaunlich. Aber was ein Bewohner der türkischen Provinz Nevşehir 1963 in seinem Haus entdeckte, war fast nicht zu glauben. Nachdem er bei Renovierungsarbeiten eine Wand in seinem Keller eingerissen hatte, entdeckte der Mann zu seiner Überraschung einen geheimnisvollen Raum mit Wänden aus altem Stein. Aber das war nur der Anfang. Er wagte sich weiter hinein und fand ein scheinbar endloses Tunnelnetz, das sich in Dutzende von Räumen und Treppenhäusern verzweigte. Bald dämmerte ihm, dass er den Eingang zu einer ganzen unterirdischen Stadt entdeckt hatte. Natürlich weckte diese Entdeckung bald das Interesse von Historikern auf der ganzen Welt. Die riesige Fläche reichte bis zu 76 Meter tief in den umliegenden Felsen und wurde vermutlich von den Prügern vor fast 3000 Jahren ausgegraben. Zu ihrer Blütezeit soll die unterirdische Stadt, die heute als Derinkuyu bekannt ist, bis zu 20.000 Menschen beherbergt haben. Sie diente als sicherer Rückzugsort für Gemeinschaften, die während der Kriege der Vergangenheit angegriffen wurden. Das beeindruckende Belüftungssystem der Stadt mit seinen Luftlöchern, durch die Luft von der Oberfläche angesaugt wird, ist immer noch intakt und die Brunnen sind mit einem unterirdischen Fluss verbunden, der den früheren Bewohnern als Wasserquelle diente. Trotz der einst blühenden Bevölkerung trugen im Laufe der Zeit verschiedene Kriege in der Region dazu bei, dass die Stadt Anfang des 20. Jahrhunderts in Vergessenheit geriet. Bis sie 1963 wiederentdeckt wurde. Von einem Mann, der sich nicht hatte träumen lassen, was aus der Renovierung seines Hauses werden würde. Kannst du dir das Gefühl vorstellen zu wissen, dass sich hinter dem, was du für dein gemütliches Zuhause gehalten hast, eine ganze Stadt voller Tunnel verbirgt? Nein, nein, danke. Timeout-Raum. 2014 zog der Reddit-Nutzer Nukestorm in ein neues Haus ein, das zunächst völlig normal erschien. Das heißt, bis sie auf den Dachboden ging, im hinteren Teil des Raumes befand sich eine kleine, 3 Meter hohe Tür mit einem seltsamen Metallgitter, das ein Fensterloch abdeckte. Drinnen fand Nukestorm entnervt einen winzigen, mintgrünen Raum mit einer Lampe, ein paar Regalen und einem rudimentären Bett mit einer Schaumstoffunterlage als Matratze. Das Seltsamste war, dass die Tür nachweislich ein Hakenschloss hatte, aber nur an der Außenseite. Das bedeutete natürlich, dass derjenige oder diejenige, was auch immer, das Bett 1 benutzte, von jemandem von außen eingeschlossen werden konnte. Der Immobilienmakler hatte das Zimmer nicht erwähnt. Hatte der Vorbesitzer, der Leiter einer örtlichen Kirche, also versucht, es geheim zu halten? Wofür war der Raum genutzt worden? Vielleicht ist es besser, diese Frage unbeantwortet zu lassen, aber du kannst deine Theorien gerne unten in den Kommentaren posten. Schleichende Eindringlinge.
Als Ben und Amber Sessions 2009 in ihr neues Haus einzogen, bemerkten sie bald einige beunruhigende Dinge. Sie hörten Bewegungen in den Wänden des Hauses und stellten fest, dass das Leitungswasser einen ekelhaften Geschmack hatte. Irgendetwas stimmte eindeutig nicht, und als sie dann auch noch Strumpfbandnattern entdeckten, die überall im Garten und später auch im Haus herumschlängelten, fügten sich die Teile des Puzzles zusammen. Es stellte sich heraus, dass das ganze Haus, einschließlich des Wassertanks, mit Tausenden von Schlangen verseucht war. Es war so schlimm, dass die Familie an einem einzigen Tag 43 Schlangen gefangen hatte. Dann machte die Familie die schockierende Entdeckung, dass die vorherigen Bewohner im Jahr 2006 mit dem gleichen Problem in den Lokalnachrichten zu sehen gewesen waren. Der Makler hatte versucht zu behaupten, dass die Behauptungen der Vormieter übertrieben waren, aber angesichts der vielen Beweise, die das Gegenteil bewiesen, hatte die Familie Sessions genug. Sie zogen 3 Monate nach ihrem Einzug aus und ließen das von Reptilien heimgesuchte Albtraumhaus hinter sich. Fledermäuse in den Wänden. Eine Familie in Chilliwack, British Columbia, machte im Juli 2019 eine Entdeckung, die einem Dracula-Roman entsprungen ist. Einen Tag nach dem Einzug in ihr neues Haus bemerkte die Familie Hamill Fledermäuse, die um ihren Schornstein herumflogen. Als sie der Sache nachgingen, waren sie verblüfft, als sie nicht nur ein paar oder gar ein Dutzend, sondern über 150 Fledermäuse in ihren Wänden, auf dem Dachboden und im Schornstein fanden. Das Schlimmste daran war, dass die Familie aufgrund der Naturschutzgesetze in der Gegend keine Fallen aufstellen oder die Fledermäuse auch nur stören durfte, indem sie versuchten, sie zu vertreiben. Sie mussten sich mit den unerwünschten Untermietern abfinden, bis sie am Ende des Sommers in den Süden abwanderten. Das ist so, wie wenn ein Gast nicht den Wink annimmt zu gehen, nur dass diese Gäste mit dem Risiko von Tollwut kamen. Achtbeinige Eindringlinge. Schlangen und Fledermäuse, die in deinen Wänden leben, sind sicherlich schrecklich, aber stell dir doch mal diese Szene vor. Du entspannst dich zu Hause in deinem Wohnzimmer, als plötzlich Tausende von Spinnen aus deinen Wänden krabbeln. Schrecklich, oder? Leider kommt dieser Horrorfilmmoment dem ziemlich nahe, was der Familie Trost tatsächlich passiert ist, als 2007 ein Befall von giftigen braunen Einsiedlerspinnen aus ihren Wänden zu kriechen begann. Zwischen 4.500 und 6.000 der Spinnen, deren hämotoxisches Gift schreckliche Nekrosen oder Fäulnis des Fleisches verursachen kann, wurden in ihrem Haus gefunden. Die Familie musste ihr Haus verlassen, während der Schädlingsbekämpfer die Wohnung gründlich vergaste, um alle Spinnen und ihre Eier zu töten. Aber die Spinnen kamen jedes Jahr wieder und schließlich mussten die Trosts ausziehen und überließen das Spinnenhaus der Federal National Mortgage Association. An diesem Punkt ist es vielleicht an der Zeit aufzugeben und zuzugeben, dass die Spinnen gewonnen haben. Sieh an, sieh an, sieh an. Seit 25 Jahren wohnt Colin Steer aus Plymouth, England in seinem Haus und fragte sich, was die Ursache für eine Vertiefung im Boden seines Wohnzimmers war. Die leicht eingesunkene Stille ließ ihn ratlos zurück, bis er 2012 beschloss, mit Hilfe eines Freundes den Beton aufzugraben. Bald wurde klar, dass die Vertiefung die Öffnung eines vertikalen Steintunnels war, der mit Erde gefüllt war. Als das Ganze ausgegraben war, stellte Colin fest, dass er auf einen alten Brunnen gestoßen war, der vermutlich aus dem Mittelalter stammte. Beim Graben fand er auch ein uralt aussehendes, verrostetes Schwert in der Erde vergraben, was die Frage aufwirft, warum jemand seine Waffe in den Brunnen geworfen hat. Hat ein mittelalterlicher Verbrecher Beweise entsorgt? Diese Frage blieb vorerst unbeantwortet, aber mit Hilfe einer Beleuchtung ist der Brunnen zu einem faszinierenden, wenn nicht sogar ein wenig beunruhigenden, Element in Collins Wohnzimmer geworden, sehr zum Ärgernis seiner Frau. Aber es gibt noch gruseligere Beispiele als Colin Steers Wohnzimmerbrunnen in der realen Welt. Wie dieses, das unter einer Falltür im Keller eines Redditors gefunden wurde. Sicher, früher war es vielleicht mal eine Wasserquelle, aber jetzt ist es nur noch eine Quelle für Albträume. Ich bin mir sicher, dass das der Grund ist, warum die Tür auf diesem Bild mit Ziegelstein beschwert wurde. Und passend zum gruseligen Ruf, den alte Brunnen durch Horrorfilme haben, ereignete sich im Juni 2020 in Connecticut ein wahrer Albtraumvorfall mit einem Brunnen. Als Christopher Town im 177 Jahre alten Haus eines Freundes half, Möbel in ein Zimmer zu rücken, hörte er ein Knarren. Bevor er reagieren konnte, gaben die Dielen unter seinen Füßen nach und er stürzte in die Dunkelheit. Er fiel fast 9 Meter tief in einen alten Brunnen und platschte in eiskaltes Wasser, das ihm über den Kopf stieg. Es stellte sich heraus, dass der Brunnen vor mehr als einem Jahrhundert gebaut worden war, aber niemand sich die Mühe gemacht hatte, den Brunnen zu verschließen, bevor er mit einer einzigen Schicht Holz überbaut wurde.
Mit der Zeit war das Holz verrottet, was zu Christophers unglücklichem Unfall führte. Da es keinen einfachen Ausweg gab, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich an den Steinwänden festzuhalten, um sich über dem Wasser zu halten, bis die Feuerwehr eintraf. Als sie ihn mit Seilen aus dem Wasser zogen, war er bereits unterkühlt, aber nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wurden seine leichten Verletzungen behandelt und er wärmte sich wieder auf. Aber nichts konnte seine neu entdeckte Angst vor Holzdielen und noch schlimmer, vor dem, was darunter liegt, heilen. Geheimes Refugium. Nachdem sie einige Risse im Kellerboden und in den Wänden ihres Elternhauses bemerkt hatte, beauftragte Alexandra Paulus aus Lansdowne, Pennsylvania, Arbeiter mit der Reparatur. Während sie die Reparaturen durchführten, machten sie jedoch eine schockierende Entdeckung. Die Risse führten zu einem geheimen Raum, 4,2 Meter unter dem Keller. Der Raum war leer, aber Alexandra entwickelte bald eine Theorie über seinen Zweck. Lansdowne's Gegend in Pennsylvania war im 19. Jahrhundert dafür bekannt, dass sie fliehenden Sklaven half. Alexandra glaubt, dass der versteckte Raum einst als Versteck für Sklaven gedient haben könnte, die von ihren Herren gejagt wurden. Ob Alexandras Theorie stimmt, muss sich erst noch herausstellen, aber die losen Steine an den Wänden des versteckten Raums lassen vermuten, dass es noch mehr zu entdecken gibt. Leider könnte das Entfernen von zu viel Mauerwerk die strukturelle Integrität des Hauses gefährden, sodass es einige Zeit und Geld kosten könnte, bevor dieses Geheimnis endgültig gelöst wird. Überreste aus dem Weltkrieg. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die in der Tschechoslowakei lebenden deutschen Migranten offiziell aus dem Land vertrieben. In der Folgezeit wurden zahllose Deutsche, von denen viele aus ihrem Heimatland geflohen waren, weil sie mit der faschistischen Führung, die die Kontrolle übernommen hatte, nicht einverstanden waren, Opfer von gewalttätigen Racheakten. Als das Leben dort zu gefährlich wurde, war eine deutsche Familie gezwungen zu fliehen und hatte keine andere Wahl, als viele ihrer wertvollsten Besitztümer zurückzulassen. Rudi Schlattner, eines der Kinder der Familie, nahm 70 Jahre lang an, dass alle verlassenen Besitztümer seiner Familie für immer verloren seien. Das war so, bis er 2015 endlich in das Haus seiner Kindheit zurückkehrte. Vieles im Haus war verändert worden und die Sachen seiner Familie waren nirgends zu sehen, bis er den Dachboden betrat. Zufällig entdeckte er ein Stück Schnur, das von der Holzdecke baumelte und als er daran zog, öffnete sich ein Geheimfach. In dem verborgenen Fach befanden sich nach all der Zeit die Gegenstände, die seine Eltern, die nun schon lange tot waren, zurückgelassen hatten. Darin befanden sich staubiges, unheimliches altes Spielzeug, antike Tinten, Fässer, Fotos und Dokumente sowie Kleidung und anderer Krimskrams. Alles war wie ein mobiler Tribut an das Leben, das hätte sein können, wenn die Wirren des Krieges das Leben, das Rudi einst kannte, nicht auseinandergerissen hätte. All die Jahre hatten die neuen Bewohner des Hauses keine Ahnung, dass ein so bedeutendes Stück Geschichte auf ihrem Dachboden wartete. Und da alles aus Angst vor Verfolgung verlassen wurde, verlieh dies der ganzen Entdeckung einen unbestreitbar tragischen Hauch von Unheimlichkeit. Scharfe Entdeckungen. Wenn du dein Haus renovieren würdest und das hier hinter einer Wand in deinem Badezimmer finden würdest, würdest du dich dann nicht auch ein bisschen unheimlich fühlen? Die verschiedenen Menschen, die im Laufe der Jahre solche Entdeckungen gemacht haben, waren es sicherlich. Aber es stellt sich heraus, dass hinter diesen Rasierklingensammlungen gar nichts Unheimliches steckt. Diese kantigen Sortimente stammen aus einer Zeit, in der Schlitze in die Badezimmerwände geschnitten wurden, um gebrauchte Rasierklingen zu entsorgen. Die Rasierklingen wurden absichtlich in den Schlitzen in der Wand angesammelt, anstatt sie irgendwo anders zu sammeln. Natürlich haben die Entdeckungen Jahre später ein paar Leute etwas nervös gemacht, aber das ist wirklich kein Grund zur Sorge. Das gilt allerdings nicht, wenn du eine Sammlung von Fleischermessern hinter deiner Badezimmerwand findest. Wenn das der Fall ist, lauf weg. Katzen in Hohlräumen. 2009 entdeckten Arbeiter, die ein Haus in Devon, England renovierten, mit Schrecken die ausgetrockneten Überreste einer sehr alten Katze in einer Wand. Wie sich herausstellte, war die Katze vor etwa 400 Jahren mumifiziert worden, um Hexen und böse Geister abzuwehren. Wie viele andere Exemplare auf der ganzen Welt war sie jahrhundertelang an ihrem Platz geblieben, bevor die Arbeiter sie fanden. Es überrascht nicht, dass die Hausbesitzer ein wenig zögerten, ihn wieder anzubringen. Andererseits war das Haus bis jetzt frei von Hexen, also warum ändern? Verfluchtes Bild. Stell dir vor, du räumst einen alten Schrank aus und entdeckst plötzlich diese glühenden Augen, die dich anstarren. Ziemlich gruselig, oder? Das ist der Anblick, den Reddit-Benutzerin NotSkirtWeather im hinteren Teil eines Schrankes in ihrer Wohnung bot. Aber so verflucht das auch aussieht, es gibt eine rationale Erklärung für dieses nervtötende Bild.
Es handelt sich nämlich um ein Foto der Redditorin als Kind, das im Laufe der Jahre beschädigt und stark verblasst war, sodass sich das einst glückliche Lächeln in den Blick des Todes verwandelt hat. Das macht das allerdings nicht gerade tröstlicher, wenn du mich fragst. Hört zu. Als dieses seltsame Gerät in der Wohnung der Reddit-Nutzerin MIGY entdeckt wurde, wandte sie sich auf der Suche nach Antworten an den Subreddit What is this thing? Beunruhigenderweise stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gerät um ein Diktiergerät handelte, aus dem die Reddit-Nutzerin schnell schloss, dass es von ihrem eifersüchtigen, paranoiden Freund hinterlassen wurde, um sie auszuspionieren. Nachdem sie weitere Beweise für Spionagegeräte in ihrer Wohnung gefunden hatte, bestätigte sich ihr Verdacht. Sie konfrontierte ihn damit und obwohl er zunächst alles abstritt, gestand er es schließlich entschuldigend. Aber der Schaden war bereits angerichtet und das Vertrauen verletzt. Die Redditorin löschte kurz darauf ihren Account. Diese Entdeckung war der letzte Strohhalm, der sie dazu brachte, sich von ihrem extrem überheblichen Freund zu trennen. Jemand beobachtet dich. Hattest du schon mal das Gefühl, dass du beobachtet wirst? Wenn die folgenden Geschichten ein Hinweis darauf sind, könnte das der Fall sein. Im Jahr 2017 wohnten Derek Starnes und seine Frau in einem Airbnb in Florida, als sie ein ungewöhnliches Loch im Rauchmelder ihres Schlafzimmers bemerkten. Bei der Inspektion entdeckte Derek eine versteckte Spionagekamera. Als die Polizei gerufen wurde, um den Airbnb-Besitzer zu befragen, kam die ganze Wahrheit ans Licht. Es stellte sich heraus, dass der Besitzer versteckte Kameras benutzt hatte, um seine Gäste in ihren intimsten Momenten aufzuzeichnen. Er wurde wegen Videovoyeurismus angeklagt, aber ich bezweifle, dass die Verurteilung für die Starnes, die hier auf einem Foto der versteckten Airbnb-Kamera zu sehen sind, ein großer Trost war. Da ihr Vertrauen missbraucht wurde, stellen sie nun wahrscheinlich ihre Privatsphäre in Frage, wenn sie irgendwo außerhalb ihres Zuhauses übernachten. Eine noch schäbigere Masche wurde 2017 in Alexandria, Australien aufgedeckt, nachdem ein Feuer in einem Containerlager ausgebrochen war. Nachdem das Feuer gelöscht war, stellten die Rettungskräfte fest, dass die Werft als behelfsmäßige Barackensiedlung benutzt wurde, in der die Bewohner in winzigen umgebauten Schiffscontainern lebten. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Ohne dass die Bewohner es wussten, hatte der Besitzer des Komplexes Kameras in den Schlafzimmern der Bewohner installiert, um sie auszuspionieren. Er hatte die Kameras, die in Beleuchtungskörpern und Rauchmeldern versteckt waren, mit einer geheimen Zentrale verbunden, in der er stundenlang saß und sie beobachtete. Als seine ganze finstere Operation aufflog, wurde der Verantwortliche zu 18 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von $210.000 verurteilt. Fühlt sich noch jemand auf einmal paranoid? Vielleicht sollte ich das blinkende rote Licht aus meinem Deckenventilator überprüfen. Was ist das Gruseligste, das du je in deinem Haus gefunden hast? Sag es mir in den Kommentaren unten und danke fürs Zuschauen.